authentisch und so weiter. Aber dieser Squee hat eine Ausstrahlung wie eine kaputte Fahrradlampe. Boah, Digga, also das Video muss ich jetzt erstmal suchen, Alter. Da. 11.000 Aufrufe. Kennt ihr das Video? Habt ihr das gesehen? Es ist halt 600 Likes. 111, also 111 Dislikes. Wenn wir das vergleichen mit... Digga, wo war das denn jetzt? Nie mehr Waffen bezahlen. Das war, glaube ich, von Hans, ne? Ja, genau. Das ist die VPO-Geschichte von Hans. 32.000 Aufrufe und über 2.000 Likes und nur 50 Dislikes. Also, das ist halt brutal gut. Und da ist auch ganz, ganz, ganz viel Lob Hans gegenüber gekommen. Dann haben wir hier zum Beispiel, pass auf, da habe ich auch mit Toni zum Beispiel drüber geredet. Toni Nerd hat auch ein Video gemacht. 6.000 und dann sind da halt auch so Kommentare drin. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, so, ne? Das sind ja Leute, die denke ich mal, mögen Meier als Content Creator. Die gucken sich seine Videos an. So, jetzt sagt der Meier, ey, ich lasse jetzt meine Kollegen mal hier was hochladen. So, also wie kann man denn dann noch die Leute... Also, so, dass die dann quasi seine Kollegen noch so beleidigen. Also, das ist halt schon so super hohl. Sowas halt, ne? Bitte beim nächsten Mal eine andere Überschrift wählen. Alles, was du über Labs gehört haben musst. Ich habe nämlich nach dem Video immer noch keine Ahnung, wo High-Loot-Spawns sind. Die Hackerquote von, also, Labs-Guide, alles, was du wissen musst, ja. Die Hackerquote von 10 Runden, 7 Hacker solltest du noch erwähnen. Also, solche Sachen. Ich meine, konstruktive Kritik ist ja schön und gut, ne? Aber dann sind da halt so Sachen. Ja gut, feier das Video gar nicht. Daumen runter. Also, warum muss man das dann nochmal schreiben, so, ne? Selten so viel unnötige Zeit verschwendet für ein Video. Danke für nichts. Was ist das für ein Lappen? Und ich denke mir so, what the fuck? Also, Digga, das finde ich einfach so krass. Und ich meine, für Leute, die das überhaupt nicht kennen, Labs. Also, das ist halt ein rucki-zucki schnell Labs erklärt. So, wisst ihr, was ich meine? Bin schon sehr erfahren auf Labs, war aber ein sehr guter Guide. Okay. Sympathischer Typ, strukturiertes Video, alles klar. Sehr strukturierte Map-Vorstellung, okay. Ja, zum Beispiel mal so Kritik. Mir fehlt zum Beispiel der Aspekt, dass man sein Stuff nicht versichern kann, wenn im Video schon steht, alles, was man wissen muss. Hat er zum Beispiel recht. Naja, anscheinend hat Toni nicht gesagt, ey Leute, auf Labs nichts versichern, da kommt nichts zurück. Naja, und das zum Beispiel wäre jetzt was Konstruktives. Das ist ja okay. Man hätte auch erwähnen können, dass da die meisten Cheater unterwegs sind. Ja, okay, lost. Okay, Leute, seid ihr... Also, ihr wisst schon ungefähr und bei mir ist es eine ganze Ecke schlimmer. Ja, eine ganze Ecke schlimmer. Hier, E-Sport-Legende analysiert meine Fights. So, das Video habe ich bei Meier, habe ich gemacht auf seinem Kanal. E-Sport-Legende analysiert meine Fights at Squee Entertainment. Und ich glaube, wir nennen dann die Reaction hier drauf, nennen wir dann jetzt E-Sport-Legende analysiert Non-E-Sport-Kommentare. Ich habe halt geschrieben, danke für dein Vertrauen, ne? Das war alles, aber keine Analyse. Okay. E-Sport-Legende, ich brech zusammen. Gelaber von Analyse weit entfernt. Geile Analyse, so ganz ohne Kritik. Ja, okay, keine Ahnung, ob das Sarkasmus ist. Wann kommt die Analyse von den Drittanbieterprogrammen, Skripten, Makros, Monitor, Crosshair und so weiter? Ja, keine Ahnung, also Andreas, ich weiß nicht, wie lost ist sowas? Also wie lost, also... Und wo ist da jetzt die E-Sport-Legende? E-Sport-Legende bei was finde dann null Infos zu? Eher ein Kommentator als ein Analyst. Dazu muss man natürlich sagen, ich hätte es auf jeden Fall besser machen können. Ich habe das Video, glaube ich, in, keine Ahnung, 3 Stunden oder sowas fertig gemacht. Hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen? Wo fängt ein Commentary an? Wo hört eine Analyse auf so ein bisschen? Wenn man kommentiert, was derjenige da macht, analysiert man ja schon in irgendeiner Art und Weise das Gameplay. Quasi so, wisst ihr, was ich meine?
Ich habe dann noch versucht, immer so mit einzubringen. Ja, er bewegt sich jetzt so und so. Schaut da genau hin. War wohl zu doof. Komischer Typ, null Analyse. Da ist mein Kommentar ja mehr Analyse. Naja, ich denke, jeder EFT-Spieler hätte das so analysieren können. Er erzählt einfach nur, was passiert. Schon ziemlich schwach. Meier einfach krank. Und wo ist die Analyse? Was Meier macht, sehe ich. Spannend wäre, warum er wann etwas macht. Habe ich, glaube ich, bei manchen Sachen ein bisschen vernachlässigt. Das ist schon richtig. Wie gesagt, ich hätte mir da schon mehr Mühe geben können. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Okay, passt. Ich habe dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen sein Gear vorgestellt. Finde es so gut, sollte man öfter machen. Bla bla bla. Wo genau ist jetzt die Analyse? Du sagst, was du siehst und feierst Meier. Nicht böse gemeint, aber das hätte jeder von uns gekonnt. Okay. Predi, ich warte auf deine Analyse dann. Schönes Video, Scooey ist ein guter. Vielen Dank, Mike. Kuss, Kuss. Also beim besten Willen analysieren ist was anderes. Für mich damit vollkommen am Sinn des Videos vorbei. Und das Material ist super für eine Analyse. Ja, ist okay. Das ist alles okay. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt pass auf. Hier der Alpha-Soldier. Der Alpha-Soldier, da kommen wir ganz zum Schluss drauf, ja? Also er versteht schon die Leute nicht, die mit Scooey, Digga, falsch geschrieben. Du bist ja komplett lost. Mit Scooey zusammen zocken versteht er schon nicht. Oder ihn fördern, wie auch immer. Alpha Soldier YouTube, ne, ist halt krass, Alpha. Wahrscheinlich, Klampi. Auf jeden Fall, da kommen wir zum Schluss, weil das ist das Beste. Urlaubsvertretung, ja, schon Herz. Bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich was mit Analyse zu tun hat. Für mich eher ein Kommentar zu einem guten Gameplay, ganz ehrlich. Da muss man aufpassen, dass man nicht in die Selbstbeweihräucherung fällt. Bin das leid. Ja, habe gecheckt, dass du mega gut aus der Hüfte feuern kannst. Und dein Headset so gut ist, dass du auf die Winkelsekunde genau weißt, wo der Gegner ist. Ja, was heißt Selbstbeweihräucherung? Wenn ich das kommentiere, also Meier sagt dazu halt einfach gar nichts. Ist okay, lassen wir halt. Er kommentiert als analysiert, aber trotzdem irgendwie nicht meinen Geschmack. Guck mal, das sind zum Beispiel auch, ist okay, ist nett, danke trotzdem. Ne, das geht klar. I don't know, aber für mich war das mehr ein Casten von Meiers Clips, keine Analyse. Hab's ab Minute 4 pausiert, weil es mir gar nicht gefällt. Rein von der Aussage am Anfang her, in einer Analyse werden Dinge erklärt. Wieso, weshalb, warum. Die Aktionen der Spieler werden erklärt, analysiert. Ja, ist okay. Sagt auch, ist eher Carsten. Alles klar. Squee sieht aus wie der Donut Operator. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht schlecht geworden. Okay, cool. Cooles Video. Sehr sympathisch. Hätte ich mir gerne mehr Analyse gewünscht. Alles klar. Ist okay. Okay, das war's, ne? Noch ein paar nette Worte. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt kommt der Alpha-Soldat. Pass auf. Also, das ist halt richtig wild. Das ist halt wirklich wild. Sitzt ihr alle? Ich muss mal ganz kurz wissen, ob ihr alle sitzt. Ja, alles klar. So, ich verstehe die Leute nicht, die mit Scooey zusammen zocken oder ihn fördern, wie auch immer. Warum? Weil der Typ aussieht wie ein Clown. Dann gibt es noch Leute, die auf die Clown-Nummer stehen. Der Typ zieht alles Mögliche im Stream an. Hauptsache, Geld kommt bei rum. True. Ein Meier zum Beispiel, der noch nie, also jetzt mache ich so die Klammer auf, der noch nie ein Sailor Moon-Kostüm zum Beispiel anhatte. Super Typ. Authentisch und so weiter. Aber dieser Scooey hat eine Ausstrahlung wie eine kaputte Fahrradlampe. Wie eine kaputte Fahrradlampe. Also das ist schon wild. Okay, jetzt pass auf. Ich war so dumm, muss dazu sagen. Ich war so dumm, ich habe darauf kommentiert. Das war wirklich einfach nur dumm. Ich habe dann geschrieben, weil, boah, mir hat das so in den Fingern gejuckt. Man will ja irgendwie Kontra geben, das war aber dumm. Das würde ich in Zukunft nicht mehr machen. Finde, du hast absolut recht, kann es auch nicht nachvollziehen. In Tarkov bin ich ziemlich scheiße. Quali vom Stream eh Trash. Ich sehe ziemlich scheiße aus und mache wirklich alles für Cash. Man merkt es halt auch, keine Zuschauer, kein Support. Hey Alpha Soldat, Tier 2 Sub nur 788. Schlag zu, meine Emotes sind auch kacke, Kuss, Kuss. Dein Scooey. Wobei eigentlich so im Nachhinein finde ich das eigentlich schon. Guck mal, ne, Seins. Ah, ich habe es sogar geliked. Seins hat 3, meins hat sogar 5 Likes. 6, wenn ich es auch selber like. Also eigentlich habe ich schon gewonnen den Fight, oder? Also, ich fand, habe ich schon genommen. So, jetzt er. Achtung, jetzt wird's halt wild. It's Scooey Entertainment. Es ist, wie es ist. Und nein, danke. Weder ich noch du möchtest, dass ich zuschlage.
So, dann kam wohl einer rein, Finanzberater. Scheint positiv mir gegenüber gestimmt zu sein. Was hast du für ein Problem, Scooby ist ein Bomben-Entertainer, voll armselig, sich über das Aussehen anderer Menschen lustig zu machen. Finanzberater, du Held der Nation, liest erstmal, was ich geschrieben habe. Ich mache mich nicht lustig darüber, wie er aussieht, weil der Typ aussieht wie ein Clown. Okay. Als Mensch, sondern darüber, dass er Kleider, Kostüm, blonde Haare und blonder Schnäuzer, um Aufmerksamkeit zu generieren, trägt, macht, tut. Trägt, macht, tut. Na klar. Des Weiteren, wenn ich schon lese Bomben-Entertainer, da weiß man sofort, dass es bei dir für alles zu spät ist. Und tue dir und mir einen Gefallen, antworte nicht. Danke. So. Finanzberater. Ed Alpha Soldier. Hahaha. Du denkst auch wirklich, du hast mir was zu sagen? Als Held der Nation antworte ich, wann ich will. Warum? Weil der Typ aussieht wie ein Clown. Ey, cool, das habe ich auch gerade vorgelesen. Das ist deine Aussage und dann noch beleidigen. Woher weißt du, dass er das macht, um Aufmerksamkeit zu generieren? Komm mal klar, es ist sein Stream und sein Leben. Du bist eher der, der ruhig sein sollte und Menschen einfach respektieren bzw. akzeptieren sollte. Finanzberater, danke Mann. Kuss geht raus. Also jetzt zerstört Alpha Soldier Finanzberater halt komplett, wenn er schreibt, @Finanzberater, Fanboy, habe ich dir nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Nee, habe ich dir nicht gesagt, dass du ruhig zu sein hast? Ja, ich glaube, in dem Moment hat er auch so gemacht. Vorsicht, Rückhand. Weiß ich, es hat wirklich keiner die Null gewählt. Kommt Friebsi. Ich unterstütze Alpha Soldier Aussage zu 100%. Gib Scooby 50 Tacken und bestell ihn auf dein Hotelzimmer. Er macht sich zum Clown des Internets, um zu unterhalten. Digga, mach ich sogar für 25 Tacken. Aber nur im September. Meier hingegen glänzt mit seinem Skill in Tarkov und seiner Art und Weise, die Leute im Stream durch seinen Humor zu unterhalten. Zwischen Meier und Scooby liegen Welten. Naja, ich weiß nicht, von hier bis nach Augsburg. Also Meier ist eine Stunde hergeflogen, geht eigentlich klar. Zu 100% würde er für 50 Euro angetanzt kommen. Leute, ihr könnt euch 50 Euro nicht mal leisten. Könnt bitte weiter diskutieren, hab mich eben besser unterhalten gefühlt als von der Analyse. Pow, Alter, in Flames, Mic Drop. Ja, aber das ist halt, Hotel mache ich klar, ist gut. Aber das ist halt so, ich meine, man merkt halt schon teilweise, so wenn ihr jetzt seht, so dieser Finanzberater, ja, war glaube ich auch schon lange nicht mehr im Stream, kenne ich auch aus dem Stream. Ist schon so der Unterschied, wie er schreibt und wie ein 10 IQ Alpha Soldier schreibt, ist halt schon Weltklasse so, ne? Deshalb, Leute, ich kann euch nur raten, nehmt Hate nicht so zu Herzen, weil sowas, also, keine Ahnung, ich würde halt niemals fragen, ey, Alpha Soldier, ich habe da YouTube hinter deinem Namen gesehen, kannst du mir nicht mal YouTube-Tipps geben? Denn, bei dir scheint richtig krass zu laufen, wie keine Videos. Alpha Soldier 29. Digga, wenn 29 für dein Alter steht, tut es mir auf jeden Fall echt leid. Bitte pflanz dich nicht fort. Nehmt euch das nicht zu Herzen bei Hate. Also wirklich nicht. Keine Ahnung, über sowas kann man doch echt easy lachen. Also, I don't know. Ich nehme das als Kompliment. Vielen Dank für den Support. Tut mir ein bisschen leid um Meyers Kanalvideo, weil das halt nicht mal auf meinem Kanal war, aber das ist schon okay. Kritik absolut erwünscht. Sehe ja teilweise die Fehler selber hier so ein im Video. Ich hoffe, dass das Vorlesen der Kommentare hat euch Spaß gemacht. Danke.